Willkommen, liebe Freunde. Eine Ehre ist es für mich, wieder bei euch zu sein, online zu gehen. Es ist sehr viel passiert. 4 Jahre, knapp 5 Jahre schon. Ich war bei mir im Innen, habe sehr viel innerlich aufgearbeitet. Eine Mega-Transformation ist bei mir stattgefunden. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt und neues Wissen angeeignet, was ich euch mit auf den Weg geben werde. Schwerpunkt ist hier Bewusstsein, das Thema Bewusstsein, Spiritualität, Entwicklung, Wachstum. Diese Zeit habe ich auch gebraucht, sehr, sehr gebraucht und sie hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe mich damals entschieden, alle Verträge, die ich hatte, Sponsoring, alle Unternehmen, die ich geführt habe, die ganzen Sportmessen, alles zu kündigen und wirklich nach innen zu gehen. Im letzten Video habe ich ja auch sowas schon gesagt, knapp 5 Jahre her. Da habe ich auch erklärt, dass ich es irgendwie weiß, es ruft mich einfach. Ich weiß es, dass ich mehr nach innen gehen werde und mich etwas von dieser materiellen Welt, von dieser Außenwelt lösen werde. Heißt allerdings nicht, dass ich nicht involviert sein werde in Zukunft, deswegen bin ich jetzt wieder da. Ich will weiterhin mein Positives in die Welt ausstrahlen und euch dabei so viel unterstützen, wie es nur geht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel kommen auf diesem Kanal. Falls ihr irgendwelche bestimmte Fragen habt, was ihr sehen wollt, was ihr vielleicht von mir wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich schaue mir die Sachen an, dass ich ungefähr weiß, wo ihr steht, was ihr sehen wollt. Und nochmal ein Dankeschön an euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr da seid, immer noch auf diesem Kanal und ja, offen für Neues seid. Das Thema Fitness habe ich auch sein gelassen. Ich habe komplett aufgehört zu trainieren, auch schon seit 4-5 Jahren gar nichts gemacht und auch sehr, sehr wenig gegessen, also einfach nur so das Nötigste. Natürlich auch sehr, sehr gesund, aber nicht mehr Bodybuilding, nicht mehr so fitnessorientiert, was mir auch sehr gut getan hat. Ich hatte einfach diese Pause gebraucht. Ich werde auch wieder anfangen zu trainieren. Das Thema Fitness, ihr werdet es weiterhin sehen. Allerdings nicht mehr so viel wie früher, nicht mehr so intensiv, aber gezielt guten Inhalt. Fitness, Ernährung, Entspannung, Gesundheit wird weiterhin eine wichtige Säule in meinem Leben bleiben. Und auch, ich denke, für jeden ist es relevant und deswegen weiterhin wird es auch sowas geben, aber großteils von dem, was ich in der Zukunft produzieren werde, wird auf jeden Fall in Richtung Spiritualität, Bewusstsein, Entwicklung und ja, so praktisch macht das Beste aus euer Leben mit allen Tools, mit allen Waffen, was ihr habt und dazu gehört einfach das Thema Meditation, Spiritualität, Bewusstsein. Ja, es gibt nichts Besseres als das, um sich innerlich zu erkennen, zu wachsen, seinen eigenen Kern zu erkennen. Somit versteht man sich besser, man kommt in leichtere Energien, in die Leichtigkeit, in die positive Ebenen rein und dort bewegen wir uns viel leichter, viel einfacher. Alles fließt von alleine, wir ziehen Positives an und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hippie-Zeug oder so ein Mythos, sondern es ist wirklich Tatsache. Wir sind spirituelle Wesen, wir sind keine menschliche Wesen, die hier eine spirituelle Erfahrung haben, sondern wir sind spirituelle Wesen, die kurz hier auf dieser Erde eine menschliche Erfahrung haben. Und somit, wenn wir das wirklich verstehen, dann wissen wir auch, dass alles um uns herum Spirit ist. Alles ist spirituell, alles ist Energie, wir bestehen aus dieser Energie. Und mit dieser Energie lässt sich so viel machen, wenn wir eine Sache einfach machen. Nach innen schauen und nicht so identifiziert sind mit dieser materiellen Welt. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung mitgeben. Ich habe sehr viel in der materiellen Welt schon erlebt, sehr viel auch erreicht. Die ganzen Unternehmen, die Sportmessen, ich bin so viel rumgekommen. Auch die Reichweite und alles, was ich so hatte, Geld, Sportautos, all das war zwar eine Zeit lang schön, hat mir auch sehr viel ermöglicht, besonders jetzt diese Zeit, diese Auszeit einfach für mich zu nehmen, aber es ist einfach nur die Außenwelt, ja, aber im Innen spielt sich so viel mehr und wer sagt, dass man nicht einfach glücklich sein kann mit einfach dem, was man hat, ja, man muss nicht immer so viel haben, um glücklich zu sein. Es gibt irgendwo ein Limit, sehe ich so, mit dem Finanziellen, ein Limit, was man erreichen sollte, sozusagen, damit man auch finanziell frei ist, damit man sich frei bewegen kann, dieser Welt keine Sorgen hat. Deswegen zählt noch für mich auch das Thema Business und Erfolg. Es ist wichtig, ja. Es ist wichtig, dass man sich gut fühlt und dass man sich gewisse Sachen auch ermöglichen kann. Aber der Fokus sollte definitiv im Innen liegen und
von innen geht es dann auch nach außen. Diese Erfahrung durfte ich immer mehr vertiefen, verinnerlichen. Ich war sehr lange Zeit in Südamerika. Dort habe ich in Kolumbien eine Zeit lang gelebt, bei einer schamanischen Familie. Und dort gibt es nichts, außer wirklich diese Dimension, diese Welt von Herz, von Liebe und Transformation, Magie. Das ist wunderschön, wie sie dort einfach leben und mit dem, was sie haben, klarkommen. Sie haben nicht mal warme Duschen. Also es ist einfach sehr, sehr simpel, aber die sind sehr reich im Innen. Diese Erfahrung, diese Zeit dort hat mir auch die Ruhe gegeben, dass diese Sachen von außen mich nicht mehr konfrontieren. Die sind nicht so im Ego gefangen, die sind nicht so in diese materielle Welt gefangen, im System gefangen, und die sind einfach in diesem Lebensgefühl einfach, in diesem Flow, und das ist wunderschön. Ich habe mich dort wirklich sehr viel geheilt, entwickelt, erholt. Ich war noch in Hawaii, ich war in Costa Rica, in Florida. Und habe mir sehr vieles angeschaut, sehr vieles angeeignet, gewisse Sachen besucht auch, die mich unterstützt haben. Ja, es war absolut eine sehr, sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Nachdem ich diese erste Zeit, also das waren so zwei, drei Jahre, nachdem ich das gemacht habe, kam auf mich eine wirklich nochmal eine stärkere Transformation zu, und das ist dann meine Beziehung. Ja, ich habe meine Frau kennengelernt und habe jetzt auch einen Sohn. Also ich bin Papa geworden in dieser Zeit. Und all diese Sachen haben mich so viel bewegt. Und ich kann nur sagen, Dankeschön. Und das ist wie ein Geschenk einfach. Mein Ziel ist es aber auch, das, was ich gelernt habe, das, was ich weiß, wie gesagt, euch weiterzugeben. Und deswegen schreibt ein paar Kommentare, lasst mich wissen, was euch interessiert, was ihr wissen wollt. That's it erstmal. Kurzes Video, seid drauf gespannt. Ich freue mich drauf und see you soon.